Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH. Wir sind ansässig heute auf der Lassisee. Yes. Nicht in Dortmund. Ein Auto, was für mich, gerade auf der Hinfahrt, konnte ich es immer noch schön begutachten. Ein Auto, was von, also diese Silhouette hier, dieser Bereich, gehört für mich immer noch zu den attraktivsten Coupé-Heckbereichen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist so ein schönes Auto, das ist unfassbar. Wir sind dieses Auto hier gefahren, einer Rundenzeit von, mit Fahrwerk sind wir sogar mal gefahren, eine Minute glatt. Okay? Eine Minute glatt sind wir gefahren mit Fahrwerk. Jetzt hat das Auto dazu bekommen, eine große Bremse, modernere Reifentechnik. Wir sind das Fahrwerk gefahren ohne die Felgen. Ja. Wir haben Motorleistung dazu gewonnen, nicht besonders viel, aber wir haben Motorleistung dazu bekommen und wir haben eine Menge Gewicht rausgeschmissen. Ja, Carbondach und so. Ne? Wir haben Carbondach, wir haben die Sitze, wir haben den Kofferraumdeckel, wir haben ja die normale Haube, wir haben nicht mehr die Carbonhaube drauf. Wir haben einen Friedrich Motorsport Endschalldämpfer. Und der Rest der Abgasanlage ist Serie. Das Auto ist so, wie es jetzt hier steht, TÜV-fähig. Vielleicht muss er vorne einen halben Zentimeter höher. Maximal, würde ich sagen. Wo ich ein bisschen Schiss habe, ist der Punkt, ein Massensprungrad haben wir jetzt auch drin. Genau. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu vorher. Was jetzt auf der Lassisee jetzt kein, das ist jetzt alles nichts Weltbewegendes. Ich habe jetzt so ein bisschen Sorge mit den Zeiten, muss ich echt sagen. Ob wir das so deutlich viel schneller fahren können heute. Das Auto ist durch die Reifen, durch das Fahrwerk so jetzt sehr, sehr spitz geworden. Okay. Auf der Vorderachse. Wir haben mehr Sturz einstellen können aufgrund der verstellbaren Domlader. Das haben wir auch nicht ganz ausgeschöpft, sondern wir sind so in einem mittleren Bereich geblieben. Warum? Weil das Auto dann in der Anbremsphase und so oftmals etwas hektisch wird. Da wir viele sehr enge Anbremspunkte haben, wo danach auch keine Auslaufzone ist, habe ich mir gedacht, ist das ein bisschen zu viel Risiko. Wir wollen das Auto lieber etwas stabiler haben und nutzen die moderne Dämpfertechnologie und den modernen Reifen, das Auto gleichmäßig fährt, ein Tick besser als Serie. Weil wir könnten den Sturz auch jetzt voll reinmachen und dann würde ja den Borsigplatz besser durchfahren, wenn der Reifen durchtemperiert ist. Ist der Sturz jetzt so nach einem gängigen Maß einfach eingestellt oder so, wie du es getestet hast, dass es am besten passt? So nach meinem Bauchgefühl einfach ein Tick mehr als das originale Auto hat. Aber eigentlich müsstest du ja hier Runden fahren und dann sagen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ne? 100%. Eigentlich müssten wir hier Runden fahren, was wir auch irgendwann mal machen können, wenn wir hier ganz in Ruhe uns bedienen können oder auch an meiner Zeit bedienen können, dass man dann vielleicht auch den Sturz rechts und links nicht identisch fährt. Ne? Dass man vielleicht, um die Rundenzeit zu perfektionieren auf dieser Strecke hier oder auf diesem Test, Stück, dass man da einfach vielleicht die Seite mehr Sturz gibt als die linke Seite. Wir könnten ja mal ein Fahrwerk wirklich schlecht abstimmen und fahren und dann richtig gut abstimmen, dass man sieht, was nur eine Abstimmung für einen Unterschied macht. Ja, nur der Punkt ist, ein ganz schlechtes Fahrwerk, wenn man dann da alles rausholen will, kann ein schlechtes Fahrwerk auch ganz schnell zurücksnappen. Ne, wenn das Fahrwerk ist so hart zum Beispiel auf der Hinterhand oder auf der Vorderhand, du kommst auf die Start-Ziel-Gerade und wenn du auf die Start-Ziel-Gerade kommst, knickt der Asphalt ja so weg. Deswegen komme ich ja immer so leicht in den Drift. Ich will das nicht extra, sondern es lässt sich einfach kaum vermeiden, weil die Strecke so hoch kommt und dann geht das nicht rund auf die Start-Ziel-Gerade, sondern es fällt so runter. Es kippt so weg. Und in dem Moment, wo es da wegkippt, ist einfach das Problem, dass es für ein Fahrwerk ziemlich hohe Belastung ist. Ja. Plus, ganz kurzzeitig ist ja der Stabi in der Situation, dass er hier die Straße noch unter sich hat und da geht die Straße weg. Somit will er gefühlt den Drift da ja für dich einleiten, denkt sich, ich habe verstanden, ich mache das. Aber wir wollen es in dem Moment ja nicht, weil wir wollen einfach nur zügig weg. Deswegen fahre ich auch manchmal etwas eckiger oder spitzer über diese Ecken drüber, um halt zu vermeiden, dass das Auto da zu doll wegbricht. Zum Beispiel im Allradauto kannst du einfach drüber plecken. Ja. Ne? Da hast du das Problem, dass das Allradauto auf der Vorderachse so steil steht, dass er über die Vorderachse schiebt. Das wird hier nicht passieren. Der ist jetzt schon mehr auf der bissigen Seite des Lebens. Leistung rein, Gewicht raus, Traktion rein, Technologie rein, Schönheit rein. Allein, guck mal, wie viele Leute im Burgerladen, der ja meistens, wenn man reinkommt, rechts, ne? Ja. Dann höre ich das, wenn ich Treppe runterkomme, muss rüber zu Gebäude 1, ne? Hör ich Leute, und dann höre ich das Gespräch unter zwei Männern. Hatte der das Serie? Wusste ich gar nicht. Und die meisten denken, dass dieses Carbondach einfach das ist, was original im E3, im M3 ist. Ist aber nicht. Ne. Aber sieht so aus, als ob. Sieht so aus, das stimmt. Und was noch für die Rundzeit ist, ist Alcantara-Lenkrad. Ja, wichtig. Wegen besseren Griff. Kannst du besser in die Kurve fahren. Los geht's. Was ich noch vergessen habe, ist, wir haben einen größeren Ölkühler und einen größeren Wasserkühler. Was bei dem Auto schon echt ganz gut tut. Und das werden wir heute auch, denke ich mal, schon spüren, dass er da nicht so hochkochen wird.
Aber ich erinnere mich, wo wir original gefahren sind, waren die Temperaturen schon echt kritisch teilweise. Und ich hasse heißes Öl. Aber ihr müsst euch so vorstellen, wenn das Öl zu heiß wird, wird das ja wirklich wie Wasser. Ne? Und dann, oh komm, wir machen noch einen Start. Ne? Kurbelwelle dreht sich langsam, einkuppeln und dann der erste Gang, die ganze Kurbelwelle drückt das Wasser aus den Lagerschalen raus und du hast ja kaum noch, du hast noch Schmierung, aber kaum noch Schmierung. Aber dann, kurz danach, dreht der Motor 8000. Aber du hast Wasser als Öl. Fließt halt einfach weg, ne? Ne? Und das ist halt nicht gut. Wahrscheinlich auch an den Zylinderwänden und so, ne? Das ist natürlich auch Kacke wahrscheinlich. Alles. Alles eine sehr, sehr hohe Belastung. Ab wie viel Grad sagst du, wird's kritisch? So 100 oder? Hängt immer vom Auto ab ein bisschen, aber, nee, 100 noch nicht. Moderne Öle können 100 Grad auf jeden Fall. Okay. Ich sehe das Thema kritisch ab. Also bei 120 wird's schon scheiße. Okay. Aber ich erinnere mich nicht ganz genau, aber beim 24-Stunden-Rennen, wo ich den Scirocco gefahren bin, ist das Auto einfach nie unter 120 Grad Öl gekommen. Also ich meine jetzt bei dem hier, ne? Also ab wann es hier kritisch wird, bei dem. Ja, weit über 120 sollten wir nicht gehen. Okay. Dann gibt es noch einen kleinen technischen Nachteil. Den Sitz haben wir eingestellt, dass ich damit gut, wenn ich am Wochenende mal fahre, was ich sehr gerne tue mit dem Auto, cruisen kann, ist der Sitz jetzt eingestellt. Aber ich wollte eine nicht zu hohe Sitzposition. Somit ist keine Sitzverstellung hier an dem Sitz dran. Bei dem Pole Position Sitz. Weil wenn die Sitzverstellung drunter kommt, dann kommst du noch mal ein Stückchen höher. Ja. Jetzt bin ich bekanntlicherweise nicht der kleinste Typ, also raus, um runterzukommen. Jetzt ist der Sitz aber nicht in der idealen Position. Ich bin ein bisschen weit weg. Ja. Ein bisschen weit weg. Ich will das Lenkrad gerne hier haben. Nur so ein Stückchen näher zu mir. Das heißt, ich werde gleich wahrscheinlich so fahren, um mehr Kontrolle zu haben. Weil so kannst du bei so einem bissigen Auto wie diesem hier das Auto nicht 100% kontrollieren. Und deswegen werden wir da, werde ich gleich ein bisschen komisch sitzen, nicht erschrecken. Das macht er ja schon mal ganz anders als vorher. Das stimmt. Der Reifen macht da viel aus, ne? Genau, jetzt haben wir einen moderneren Reifen, der mehr und einen neueren Reifen kommt dazu. Ne? Also einmal Reifentechnologie, alles entwickelt sich weiter. Motoren, Reifen, Bremsanlagen, Fahrwerke. Jetzt haben wir hier wirklich sehr moderne Technik drin. Und die Kurvenfahrt da jetzt gerade, die war vorher nicht so möglich. Ich sage euch jetzt mal die Geschwindigkeit gleich an, wie schnell wir da durchfahren laut Tacho. Und achtet mal drauf, dass ich überhaupt nicht korrigieren muss. So, ich komme jetzt hier rein. Ich fahre jetzt hier 65, guck mal. Schiebt nicht nach außen. Er hält das so bei und der Reifen ist noch nicht mal auf voller Temperatur oder noch gar nicht auf Temperatur richtig. Und das wäre vorher nicht möglich gewesen, weil der Reifen, der Weichmacher am Reifen war einfach schon ein bisschen tot. In dem Moment, wo das passiert, wir biegen, der Lenker dreht sich nach rechts, wir biegen ein, das Fahrzeuggewicht geht drauf und dann ist dieser Reifen, der sich so anfühlt wie das hier fast, so wie hartes Plastik, versucht sich in diesen kleinen Noppen des Asphalts festzuhalten, aber das Gewicht sagt, Digga, nein, ich bin zu schwer und dann schieben wir raus. Schieben wir mehr raus, öffnen wir ja auch die Dynamiklinie von Hinterachse zu Vorderachse. Das heißt, der Wagen hinten fährt ja noch in Position, weil er wird erst vorne rausschieben. Und dann fahren wir, das Auto weiß es ja nicht ganz genau, das Auto denkt, okay, ach krass, wir fahren ja gar nicht mal rechts rum, der will ja gerade rausfahren. Obwohl der Lenkwinkel da ist. Und wenn das passiert, passiert das nächste. Du hörst ein leichtes Säuseln. Wenn dieses Säuseln kommt, ist einmal der, klar, der Punkt, das Auto will dir kommunizieren, ich rutsche, aber die Temperatur geht auch hoch. Das heißt, was auch passieren kann, ist, wenn Leute zum Beispiel so Auto fahren, ne, auch oft erlebt. Das heißt, sie fahren durch die Kurve durch und machen das hier die ganze Zeit. Auf. So. Überfahren sie ja den Reifen und denken sich, ja, ja, ich bin am Limit, ich bin geil dabei. Aber nur mit machst du das Leben. Das ist wie eine Freundin strapazieren. Du kannst deiner Freundin öfter mal sagen, ja Schatz, ich bin mit den Freunden unterwegs. Wenn du deiner Freundin aber 5 Wochen am Stück jeden Tag hast du mit deiner Freundin unterwegs, hast du dein Konto aufgebraucht. Ja. Das ist das gleiche mit dem Reifen. Das heißt, du musst dem Reifen ein bisschen am Leben lassen. Das heißt, manchmal, wenn du auf der Nordschleife bist, aber gerade beim 24-Stunden-Rennen, und da ist gerade einer, der will voll das Battle mit dir austragen, mitten im Rennen, musst du manchmal auch verzichten, weil ich habe noch so viel Sprit, das macht jetzt keinen Sinn, jetzt mit ihm diesen Kampf auszukämpfen, weil ich jetzt meinen Reifen töte, kommen wir aber nicht mehr so weit. Das heißt,
ein Gefühl dafür entwickeln, wie geht es dem Reifen, was will er so, wo bewegt er sich in einem guten Rahmen. Und dazwischen bewegt das Ganze ab. Und das haben wir ihm jetzt versucht beizubringen, dass er halt all diese moderne Technik hat, aber auch irgendwie abgestimmt, dass das Auto funktioniert. Für hier. Durch Driften ist immer noch ein Geschenk Gottes in diesem Auto. Nur mit der Sitzposition ist ein bisschen unangenehm. Was ihr auch gesehen habt, vielleicht können wir das mal eben zurückspulen mitten in dem Drift, dass ich ja in der Driftphase, obwohl alles gut läuft, und das ist auch das, was ich oft sehe, wenn ich gucke mir gerne bei YouTube immer so Drift-Fails an, das ist immer ganz lustig. Die Freude ist so hoch, oh, ich bin im Drift, es ist so geil. Du musst aber für dich entscheiden, obwohl es gerade gut läuft, ich hebe den Drift jetzt auf. Ich lenke ja bewusst gegen die Sache, gebe noch mehr Gas. In dem Moment musst du natürlich Drehzahl übrig haben. Aber wenn du am Drehzahlende bist, glaub mir, geht's nicht auf, dann hast du wieder verkackt. Dann hebe ich den Drift hier auf und lenke dagegen, damit dann wir wie so ein Messer gerade rauskommen und nicht so in der Karre drin sitzen. Upsi, sorry. Oh, wer lief gar nicht, Moro, bist jetzt sauer. Mach dir ein bisschen vor, oder? Sonst stoßst du gleich im Kopf wieder dran. Und weil die nicht lief, müssen wir jetzt noch einen machen. Wusstest du nicht, ne? Ich habe ja Gott sei Dank dein Lenkrad hier mit drin. Okay. Das heißt, wir können den trotzdem nehmen, aber wir können trotzdem auch gerne noch mal einen machen. Das ist aber ganz nah an meinem Kopf. Guck mal, ist ja fast wie ich. Ist das? Ja. Hallo. Das kriegen wir hin. Wie gerade, aber egal. Okay, Auto ist warm. Wir machen Kameras an und dann wird es spannend, ja, ob wir unter die Minute kommen. Ja. Ich denke aber schon. Ja. Ich wäre traurig, wenn nicht. Erste Runde. Das ist krass. Aber da sage ich ganz klar, das war Goodyear Dunlop. Das war der Reifen. Das war ganz klar der Reifen. Das ist ein krasser Unterschied. Ja? Ja, Mann. Da haben wir auf jeden Fall Zeit geholt. Da haben wir viel Zeit geholt. Ich konnte jetzt bestimmt, weiß ich, 3 Meter später bremsen. Da habe ich sogar das Differential kurz arbeiten gehört.
Reifen sein könnte. So, jetzt wollen wir unter 58 Sekunden kommen. Herr Krämer. Was ich immer mache ist, was hört man immer? Ich pumpe immer einmal Luft in mich rein. Ich weiß auch nicht warum, es macht die Konzentration immer besser. Aufpassen. Ich habe gerade probiert, ein bisschen mehr Gas zu geben. Ich weiß nicht, ob das belohnt wird. So. War. Verschiedene Techniken versucht. Oh, das ist anstrengend. Verschiedene Techniken versucht. Alle Runden um die 58. 58.0, 58.1, 58.2. Da ist jetzt wirklich nicht so viel zu holen. Was natürlich wirklich ist, ich komme nicht in der Anbremsphase auf die KSK zu, mit Hackespitze zu bremsen. Bedeutet, dass ich auf der Bremse stehe, so, und noch mit einem Gasbefehl mit reinmache. Ja. Es ist zu hektisch. Ja, aber das Auto lässt sich halt beherrschen, aber es ist halt schon, und das ist jetzt schon schnell. Muss man ganz klar sagen. Ne? Also 58, ich glaube 58.0 habe ich gerade gesehen, das ist das Schnellste, was so geht in dem Auto. Also mehr ist hier nicht zu holen, ganz klar nicht. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir springen aber jetzt zu Herrn Kubik noch, ne? Yes. Okay. Herr Kubik! Ja? M3 E46 ist eine Zeit gefahren von 58,0. Mhm. Mit all den Modifikationen muss ich sagen, im Nachhinein bin ich jetzt nicht ganz so super zufrieden, weil das schon eine Menge Geld war, muss ich ganz ehrlich sagen. Nebenbei, nicht Mr. Secret, nicht Nobby, nicht Moro filmt, sondern es filmt der Flo. Special Officer Doofy meldet sich. Der vollkommen durchgeschepperte. Also, das heißt, wir modifizieren die Zeit. Wir hatten ja vorher ursprünglich das Auto gestartet mit 1 Minute 02. Dann hatten wir mit Fahrwerk 1 Minute glatt. Und jetzt fahren wir 58.0. Heißt, wir springen dann hier in der Zeitenliste direkt unter den BMW M4 mit all den Modifikationen. Ein Tick schneller als der Insignia, ist schon alles sehr eigenartig, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass das Auto für den Kurs ein bisschen zu wild ist und die Eckkurven zu eng sind und dass das Leistungspotenzial mit Drehmoment und all dem echt auch ein bisschen heavy ist. Das heißt, das ist ähnlich schon wieder dieses Leistungspotenzial beim heckangetriebenen Auto, ist halt wirklich ein Kampf, ne? Wie bei dem M4. Deswegen ist auch so ein Golf 7R, der einfach mit Allradantrieb seine Leistung voll in den Boden hämmert, so dominant, dass er 57,5 fährt. Obwohl der Supra 56,7 geschafft hat. Aber ich glaube, da war es, weil die Leistung geringer war und der ein bisschen smoother fuhr. Ne? Wenn der hier mit mehr Leistung fährt, denke ich mal, wird die Zeit nicht schneller, sondern die Zeit wird eher langsamer werden. Also M3 und M4, sagst du, können vor Kraft kaum gehen auf dem Track. Auf dem Track. Auf einem anderen Track werden die wahrscheinlich besser. Und deutlich, schneller, deutlich. Aber die Spezifikationen dieses Tracks sind zu trackig. Ich denke, mit dem finanziellen Unterschied kann sich das ganz gut sehen lassen, mit dem M4, ne? Das stimmt.
Und der Fahrspaß, ne? Also das Fahrerlebnis mit der Ansaugung und das Geröchel und sowas ist halt, der Kick im M3 E46 ist einfach echt, das ist es voll wert. Okay, in M4 ist noch mehr geflossen, aber das ist schon echt Geld, was in den E46 reingegangen ist, ne? Für den Umbau. Ja, reicht auch jetzt an Kohle. Ja, denke ich auch. Sonst müssen wir ihn irgendwann vergolden. Auto ist rein theoretisch fertig, aber ihr könnt euch wirklich beruhigen, dieses Auto werde ich nicht verkaufen. Und somit sage ich tschüss.